Geht euch nichts durch die Lappen. Okay, ihr dürft mal aufstehen und auf der Stelle laufen. Auch die, die jetzt schon das zweite Mal dabei sind. Ja, auch wir machen uns noch mal warm. Aus Solidarität für die anderen. Also aufstehen. Wir laufen auf der Stelle. Schön Bauch anspannen. Schön Po anspannen, wenn es so geht. Okay. Wir trainieren heute Hintern. wichtig einfach, je mehr ihr den Po anspannt bei den Übungen, desto effektiver wird es, desto stärker bremst. Ihr wisst aus der letzten 2 Wochen, Muskelkater gibt es sowieso. Von dem her schont euch nicht, weil dann rentiert es sich halt richtig. Achtung, ihr geht lässig locker in die Hocke und wieder aufstehen. Ganz entspannt, tief und wieder hoch. Boah, ihr müsst gar nicht aktiv runter. Wir trainieren halt wirklich ganz speziell die 2 Po-Bäckchen dahinter. Deswegen, wir machen das jetzt zum Aufwärmen. Aber wir machen heute keine Kniebeuge. Wir machen noch ein bisschen weiter. Schön atmen. Achtung, aufstehen, Beine gestreckt. Ihr geht mit eurer Fingerspitze zu eurer Füße kurz halten. Und aufstehen. Oh, anspannen. Beim Aufstehen. So anspannen, Bauch anspannen, Brust raus, Schultern zurück. Das ist ein aufrechter Stand. Da wollen wir immer wieder hinkommen. Dafür trainieren wir, dass wir schön aufrecht durch die Welt gehen können. Immer schön Nase hoch, immer schön Bauch rein. Achtung, ihr dreht euch nach vorne. Beine schön weit auseinander. Ihr geht abwechselnd von einer Seite auf die andere. Und konzentriert euch wirklich aufs Atmen. Es ist so wichtig, dass ihr einen Atemrhythmus findet, dass ihr da schön auch in die Anspannung einatmen könnt und dass mit alles durcheinander geht. Ihr wollt euch auf so viele Sachen konzentrieren, da gehört halt die Atmung dann einfach mit dazu. Achtung, ihr bleibt stehen, Fußspitzen nach vorne, rechte Hand tief, linke Arm hoch. Aufstehen und dann auf die andere Seite. Versucht mit jeder Wiederholung mit dem Oberkörper noch ein Stück tiefer zu kommen. Die Knie bleiben gestreckt. Also ich glaube, ich nicht mehr jetzt mal ein bisschen lauter rede. Kein Problem. Und auf geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Achtung, hochkommen. So, für die erste Übung braucht ihr euer schweres Band. Ihr schlüpft mit eurem linken Fuß in das Band rein. Ihr habt das rechte Bein in der Luft. Ja? Wenn ihr müsst, setzt ihr ab, aber ansonsten habt ihr es in der Luft. Ihr geht mit dem Oberkörper, mit der rechten Hand zum linken Bein, bis ihr hier so eine leichte Dehnung spürt, zum Aufstehen, Po anspannen, Oberschenkel anspannen. Wie gesagt, wenn ihr müsst, die Leitversion, dann bleibt der rechte Fuß unten. Und ab geht's. Schön, Oberkörper gerade wie ein Tisch. Als würdet ihr Gläser drauf abstellen wollen und die soll natürlich nicht runterholen. Ihr bewegt euch langsam. Ihr steht auf einem Bein, ihr habt euer volles Gewicht auf dem linken Bein, müsst die Kontrolle halten, also müsst das Ganze so schief in der Kontrolle halten und gleichzeitig noch eine Übung machen. Da ist total viel los. Als wenn ihr direkt das rechte Bein mal absetzen müsst, weil er aus dem Gleichgewicht kommt, ist es ganz normal. Da ärgert man sich nicht, sondern da konzentriert man sich wieder und macht einfach weiter. Wichtig, Kopf ist anspannen. Letztes Mal. Pause, ihr macht das Band weg. Schnappt euch euren Slider unter den rechten Fuß, das linke Bein bleibt stehen. Ihr geht zurück, Vollgas zurück, soweit es geht. Das rechte Bein ist gestreckt, Arm hoch und dann mit einem Schwung wieder nach oben. Okay? Da holt ihr die ganze Kraft aus der Muskulatur hier. Das ist ein super Training, eine super Übung für die Muskeln.
Achtung, 4, 3, 2, 1. Ihr müsst zurück. Ihr müsst da nach hinten gehen, müsst in der Hüfte nach unten kurz halten und dann wieder hoch. Der macht ja keine 20 Wiederholungen in der Minute, sondern ihr müsst die ganz austrainieren, kurz halten und dann geht es in einem Zug wieder zurück. Auf geht's. Jawohl. Und ganz nach unten. Hälfte mal um. Also Hälfte von der Übung, nicht Hälfte vom Training natürlich. Auf geht's. 15 Sekunden. Wichtig, wenn er hochkommt, ihr müsst den Bauch anspannen. Weil habt ihr den Bauch nicht angespannt, holt er ganz viel aus dem Rücken. Nicht gut. Ihr spannt den Bauch an, ihr spannt den Po an und dann macht er die Übung richtig. Okay, andere Seite. Wir brauchen das Band. Dann gehen wir mit dem rechten Fuß rein. Ihr habt das Band in der linken Hand, das linke Bein ist in der Luft. Ihr geht nach unten und wieder aufstehen. Okay, das war in 10 Sekunden. Wir nehmen uns die Pause, weil wir brauchen es. Achtung, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab geht's. So, jetzt zieht euch das Band natürlich nach vorne, okay, weil es ist vor eurem Körper. Aber ihr haltet die Schulter hinten. Ihr lasst euch nicht von dem Band ziehen, sondern ihr habt das Band unter Kontrolle. Und das linke Bein geht mit. Also ihr habt das ganz locker hängen und das macht die Bewegung einfach mit. Und ihr seht auch, ich muss mal absetzen. Ja, und wenn interessiert ist, dann setzt noch kurz ab und kommt wieder zurück. Wichtig ist langsam. Wichtig ist Technik. Wichtig ist Anspannen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Aufstehen. Weg damit. Ihr braucht den Slider und am linken Fuß. Gleiche Übung wie Kalene, nur andere Seite. Rechtes Bein steht, linkes Bein geht, Arme hoch. Jetzt nicht Arme hoch, aber Hüfte tief und dann mit einem Schwung nach oben. 10 Sekunden noch. Achtung! 5, 4, 3, 2, 1 und auf. Und ihr trainiert die Übung aus. Ihr geht ganz zurück und ihr zieht euch nach oben. Spannt die rechte Pobacke an. Spannt die rechte Oberschenkel an. Schöne Körperhaltung, schön Wirbelsäule lang. Schön lang. Auf geht's, 30 Sekunden. Langsam konzentrieren. Je weiter der Weg, desto mehr Kraft braucht er zum Hochkommen, desto mehr Muckis gibt's. Auf geht's. Und Häuschen. Achtung, braucht ihr eure Matte. Und zwar nur, dass ihr mit dem Oberkörper drauflegen könnt und ihr braucht beide Slider. Die macht man jeweils unter die Ferse. Legt euch mit dem Oberkörper drauf. Zieht beide Ferse ran. Geht mit dem Po hoch. Geht mit beide Beine weg. Und zieht beide Beine wieder ran. Langsam kontrolliert in 3, 2, 1 und ab. Der Po bleibt immer oben, selbstverständlich. Auch wenn die Beine gestreckt sind, bleibt der Po oben. Die Hände hält es so ein bisschen mit, das ist ganz normal, das mache ich auch. Es ist so ein bisschen Beschiss.
Aber so, um ganz aus der Dehnung, ganz aus dem Gestreckten rauszukommen, hilft es schon so ein bisschen mit der Hände nachzudrücken. Aber der Hauptteil kommt natürlich aus der Beine. So ein Chaturmagha-Muskel hat er im Trizeps und in der Schulter und wir haben heute eigentlich Hintern trainiert. Dann ist irgendwas falsch gelaufen. Noch 15 Sekunden. Versucht dann nicht, die ganze Kraft aus dem Rücken zu holen, sondern Rückseite, Oberschenkel, letztes Mal und absetzen. Achtung! Über die Seite aufstehen, nehmen wir gleich das schwere Band mit nach oben. Es geht von vorne los, das Band um den linken Fuß in die rechte Hand. Und dann geht's. Rechtes Bein in die Luft. Hier geht's zum linken Bein. Und aufstehen. 7 Sekunden Pause noch. Also, 4, 3, vorrücke gerade, stabil sein. Und ab geht's. Bitte überlege, was trainiere ich? Was muss jetzt unter Spannung sein? Was muss anspannen zum Aufstehen? Es geht um den Hintern. Oder muss man dann halt durch, wenn es mal brennt? Aber ihr wisst ja, für was ihr das macht. Atmen. Und weiter konzentrieren, langsam bewegen. Ich kann jederzeit Stopp sagen und ihr haltet an. Und das meine ich so, wie ich sage. 10 Sekunden. 5, 4, einen schafft man noch. Eine noch. Aufstehen. Das Band weg. Ihr braucht den Slider für den rechten Fuß. Kann man noch? Hier, denn linkes Bein bleibt stehen, rechtes Bein geht zurück und dann wieder nach oben kommen. 15 Sekunden noch Zeit, um die Beine auszuschütteln, um durchzuatmen, um so ein bisschen die Muskeln aufzudecken wieder. Achtung, 5, 4, 3, 2, 1, und nein. Schön die Arme gestreckt, heißt auch Ellbogen gestreckt. Das ist nicht das hier, sondern alles ist unter Spannung. Jawohl, noch lässig Zeit. 25 Sekunden. Da kann man auch richtig was arbeiten. Und wenn es so langsam zittert, super. Wenn es brennt, wenn es zittert, dann sei er glücklich. Und ich. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aufstehen. Slider weg. Ihr braucht das Band um den rechten Fuß. Nehmt das Band in die linke Hand. Linkes Bein. Abheben vom Boden. Ihr geht zum rechten Bein. Und wieder aufstehen, Po anspannen. Achtung, noch 5, 4, 3, 2, 1. Und ab geht's. Das rechte Knie. Beugt nicht an. Die Hüfte ist eure Drehachse. Also ihr macht nicht das hier, sondern ihr kippt den Oberkörper nach vorne. Ne? Das rechte Knie bleibt immer leicht gebeugt. Minimal gebeugt, weil das nie ganz durchschritten wolle während dem Training. Auch im Alltag nicht, aber ich bin jetzt erstmal zuständig für euer Training. Aber merkt euch einfach, ihr streckt nie das Knie ganz durch. Auf geht's, noch 15. Langsam.
daran konzentrieren. Spannt die Muskeln an. So fest ihr könnt. Drei. So, komm, eins schaffen wir noch. Eine für die Bikini-Figur. Aufstehen. Und Fäustchen. Okay. Achtung, Slider unter den linken Fuß. Rechtes Bein bleibt stehen. Ihr geht zurück. Und aufstehen. Aber Fäustchen nehmen wir immer mit. 15 Sekunden noch. Durchatmen. Rechtes Bein ausschütteln. Achtung. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und tief. Und hoch. Geht ruhig tief. Haltet eine Sekunde. Und dann kommt der erst wieder nach oben. Jetzt wisst ihr auch, warum wir sonntags das Mobilisationstraining machen. Denn wir brauchen natürlich eine gewisse Hüftmobilität, um überhaupt in die Position reinzukommen. Deswegen Sonntagstraining ganz wichtig. Zweite Sekunde. Und noch 10. Lang ziehen. Auf geht's. Noch 7. 6. 5. Und auch hier schaffen wir noch einen. Auf geht's. Und aufstehen. Und Päuschen. Braucht ihr wieder eure Matte? Beide Slider und die Matte. Achtung, wenn ihr merkt, ihr holt euch jetzt alles aus dem Kreuz. Ihr holt jetzt Schwung aus dem Rücken, dann streckt ihr die Beine nicht so weit weg. Okay? Ihr macht das, was geht, aber wir versuchen immer eine Verletzung zu vermeiden. Egal wie weit ihr weggeht, ihr habt immer Spannung auf der Muskulatur. Okay? Wenn ihr noch ganz tief gehen könnt, dann macht ihr das. Wenn nicht, immer schlau sein beim Training. Auf geht's. Nimm den Hoch so hoch wie möglich. Ganz lang. Und wieder hochziehen. Es ist okay, wenn die Hände helfen. Aber es ist nicht okay, wenn ihr das hier macht zum Hochkommen. Ihr macht niemals den, wollt niemals Schwung aus dem Po oder aus dem Rücken, um hochzukommen. Sondern ihr bewegt wie ein Zahnrad. Immer gleichmäßig. 20 Sekunden. Schön Bauch einziehen, Bauch anspannen. Oh, noch 7. Da schaffen wir jetzt noch eine Wiederholung. Auf geht's. 3, 2, 1. Hoch runter. Und jetzt habt ihr Serienpause. Das heißt, ihr habt 30 Sekunden extra. Toll. Trinkt was und dann richtet ihr die Matte. Weil jetzt geht's auf die Matte. Und ihr schnappt euch euer leichtes Band. Und zieht es oberhalb von der Knie an. Also anziehen. Oberhalb in der Knie positionieren und dann treffen wir uns in vier Füße. So, vier Füße. Immer. Hände unter die Schultern direkt, Ellbogen leicht gebeugt. Die sind nie ganz durchstreckt, das ist das gleiche wie mit der Knie. Knie unter die Hüfte, Knie circa eine Faustbreit auseinander. Dann seid ihr in der richtigen Position. Jetzt streckt ihr das linke Bein. Startet auf der linken Seite, hebt das Bein an, geht über Kreuz, tippt hier auf und dann wieder zurück. Wichtig, euer Oberkörper ist immer parallel zum Boden und ab geht's. Ihr hebt das Bein so hoch wie möglich an, über Kreuz so weit wie möglich und geht dann wieder zurück auf die linke Seite. Auf geht's. So hoch wie möglich anheben, überkreuze und das gleiche wieder zurück. Auf geht's, 20 Sekunden. Schaffen wir. Ihr atmet.
Ihr bleibt locker. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, Po auf die Ferse. Entspannen. Für die nächste Übung gehen wir auf die Unterarme. Ihr hebt das Bein an, das Knie so hoch wie möglich. Fußspitze Richtung Knie ziehen. Ihr streckt das Bein und beugt das Bein wieder. Kennt ihr von letzter Woche? Aber diese Woche haben wir das Band an. Ja? Das ist nochmal eine ganz andere Nummer jetzt. Achtung, 3, 2, 1, Knie hoch, halten, strecken und anziehen. Und jetzt zieht die Ferse so weit wie möglich vom Po. Da auch wieder langsam kontrolliert. Ihr bewegt euch wie ein Zahnrad, ihr habt überall das gleiche Tempo. Geht in die Anspannung, halt eine Sekunde und dann geht ihr zurück in die Ausgangsposition, zurück in die Streckung. Rücke schön gerade. Und wir haben noch 20. Oh, noch 15. Auf geht's. 10. Das Bein bleibt oben. Hopp. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, und auf 6 und ich hoffe, ihr spürt. Sagt euch, wenn ihr nichts spürt, dann komme ich persönlich bei euch vorbei. Trotz Corona ist mir wurscht. So, Achtung, Seitlage rechts. Knie zusammen, Füße zusammen. Wir öffnen die Knie und langsam wieder schließen. Aber ihr schließt nur so weit, dass das Band noch in der Spannung bleibt. Es ist eine relativ simple Übung, aber die zieht halt auch richtig rein. 3, 2, 1 und ab. Und locker. Voll in die Spannung, Füße zusammen, Knie aufeinander. Ihr atmet Nase ein, Mund aus. Ihr konzentriert euch auf jede einzelne Wiederholung. Ihr macht jede einzelne Wiederholung Vollgas. Heißt, volles Bewegungsausmaß, egal wie es brennt. Und wenn ihr die Beine fast schon auseinander bekommt, dann macht ihr das, was noch geht. Aber ihr geht dahin, wo es brennt. 20 Sekunden. Oh, noch 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pause, Achtung, nächste, gleiche Position in der Füße, ihr legt den Oberkörper so ein bisschen nach vorne, also habt ihr gerade relativ auf der Seite, ihr legt euch nach vorne, weil jetzt macht ihr aus dem oberen Bein einen Kick nach hinten. Ihr streckt das Bein gegen das Band, spannt die linke Pobacke an, kommt wieder zurück. Ne? Ihr schiebt wirklich eure Kniekehle gegen das Band und spannt die linke Pobacke an. Und ab geht's. Wichtig ist natürlich, dass das Bein immer in der Luft bleibt. Ihr legt es nicht ab. Sehr langweilig. Auf geht's. Jawohl. Ihr könnt auch gern mal eure linke Hand auf die Pobacke nehmen und mal gucken, hey, wird's schon fester? Arbeitet da wirklich was? Ja, da arbeitet was. Ich verspreche es euch, ihr spürt da was. 20 Sekunden. Auf geht's. Und es sind noch 10, noch 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Wir gehen auf den Rücken, Füße aneinander, Knie auseinander, ihr geht Vollgas in die Spannung von dem Band, richtig schön dagegen gearbeitet. Ihr hebt den Po an und beim Po anheben drückt ihr die Knie nochmal weiter auseinander.
Also Po hoch, Po anspanne, Knie Vollgas auseinanderdrücke. Kurz auftippe und dann gleich dann nach oben. Achtung, und weil es so schön ist, nehmen wir diesmal die Arme in die Luft, denn die helfen diesmal nicht mit. Und ruhig atmen. Konzentriert euch auf die Anspannung. Konzentriert euch auf die Übung. Und konzentriert euch auch darauf, dass ihr beide Pobacke gleichmäßig anspannt. Okay? Jetzt, manchmal hat man so die Tendenz dazu, seine Lieblingsseite mehr zu benutzen. Da müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr wirklich in der Balance seid, dass ihr wirklich beide Seiten gleichmäßig benutzt. Knie schön auseinander, Po zusammenfette, Bauch rein, ihr holt nichts aus dem Kreuz, ihr habt den Bauch drin. Und es sind noch 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und einen schaffen wir noch. Komm, auf geht's. Einen schaffen wir noch. Und dann geht's zurück in den Vierfüßler. Denn dann wirst du noch die andere Seite machen. Also, Vierfüßlerstand. Rechtes Bein gestreckt. Ihr geht über Kreuz nach oben und auf die rechte Seite. Ihr seht, ich habe mein Band heute richtig im Griff. Nicht? Aber es ist halt so, das passiert, dann bringt man es in die richtige Position und dann macht man weiter. Und auf geht's. So weit wie möglich anheben und so weit wie möglich überkreuzen. Ja, wichtig ist der Weg nach oben. Wichtig ist der Bauch anspanne. Kein Hohlkreuz, nur auf dem Po. Und wenn euer Band nach oben rutscht, dann lasst es einfach rutschen. Okay? Dann macht er weiter. Ohne das Band, das brennt trotzdem. Und wir haben noch 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und kurz die Ferse entspannen. Auf geht's. Für die nächste geht's auf die Unterarme. Rechtes Bein gestreckt, rechtes Bein anheben, Ferse zum Po und wieder strecke. Aber 10 Sekunden Pause haben wir noch. Die nehmen wir uns auch. 5, 4, in Position und ab geht's. Hoch, Ferse ran und weg. Das Knie so hoch wie möglich. Keine Spartkräfte. Wir sind kurz vorm Ende. Deswegen, ihr habt keinen Grund, jetzt Power noch zurückzuhalten. Zieh durch und dann haben wir es gleich. Und wir haben noch gute 20. Es sind noch gute 10. Und es brennt und ich weiß, es mir geht genauso. Aber denkt an den Sommer, denkt an den Bikini-Hintern. Auf geht's. 2, 1 und Päuschen. Oh. Achtung, Seitlage links. Und für die Jungs, weil ich immer sage Bikini-Hintern, für euch gilt natürlich das Gleiche. Halt nicht im Bikini, halt in der Badehose. Aber es muss ja trotzdem knackig sein. Auf geht's. Füße zusammen. Füße bleiben zusammen, Knie öffnen und langsam wieder zurück. Nur so weit, dass das Band noch unter Spannung ist. In 3, 2, 1 und ab. So weit wie möglich öffnen, Bein öffnen, Popes anspannen.
und atmen. Auf geht's. Und vielleicht merkt ihr es, es geht auch total in die Bauchmuskeln, weil natürlich der Rumpf mitarbeiten muss. Wenn der Po nicht mehr kann, dann schafft er die anderen Muskeln auch mit. Das heißt, er hat immer ein ganz Körpertraining. Und wenn ihr denkt, okay, ich lege jetzt hier in Seitlage, total bequem, aber ihr spürt ja jetzt, was man in der Position alles machen kann. Okay? Es muss nicht immer spektakulär aussehen, damit es effektiv ist. 3, 2, 1 und Pause. Kurz mal entspannen. Für die nächste müsst ihr mit dem Oberkörper nach vorne kommen, als würdet ihr euch auf den Bauch legen wollen. Wir drehen uns dann nicht ganz um, weil jetzt kommt dieser Kick zurück in das Band rein, voll in die Spannung, rechte Pobacke anspanne und wieder zurück. Aber wir haben noch Pause, 10 Sekunden. Und jetzt sind es noch 2 Übungen und dann haben wir es. Dann haben wir uns die Couch wieder verdient für heute Abend. Achtung, 4, 3, 2, 1 und ab und rein. Und ihr geht wirklich in die Spannung rein. Wirklich spannt das Band, streckt das Bein, streckt die Hüfte und spannt die Pobacke an. Auf. 30 Sekunden noch. Spann den Poppes an. Auf, rechte Pobacke anspannen. Kick zurück, Ferse schiebt weg vom Körper. Fußspitze anziehen. Fußspitze zieht Richtung Knie. Also ihr habt selbst den Fuß habt ihr nicht locker, sondern alles ist schon eine Spannung. Und das macht es so effektiv, wenn man immer den ganzen Körper anspannt, wenn er benutzt. Immer alle Muckis. Noch 5, 4, 3. So, und einen schaffen wir noch. Komm, auf geht's. Einen schaffen wir noch. Und in die Mitte, in Rückenlage. Letzte Übung. Füße zusammen, Knie auseinander. Es geht der Po hoch, anspannen und tief, kurz auftippen. In 10 Sekunden. Achtung. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab, Arm hoch, Bauch rein. Ihr spannt den Hintern Vollgas an, ihr hebt den Hintern so hoch wie möglich, ihr drückt die Knie so weit wie möglich auseinander. Voll in die Spannung gehen, voll in die Hüftöffnung, voll in die Hüftaußenrotation und dann spanne die Po-Muskeln. Machen wir ein bisschen extra. An. 20 Sekunden. Lässt sich locker. Jetzt haben wir schon so viel geschafft. Machen wir die letzten 20 Sekunden auch noch richtig. Denkt an euren Bauch. Bauch schön rein. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Holt die Knie ran, macht das Band weg und dann dürft ihr einfach mal so liegen bleiben. Umarmt eure Beine und dann dürft ihr mal so ein bisschen hin und her rollen. Entspannt euch, macht die Musik ein bisschen leiser. Locker lässig bleiben. Oh. Dann dürft ihr ruhig mal aus der Knie so Kreise nach außen machen. Also Knie eng ran, öffnen und geöffnet nach außen. Achtung, dann beide Füße abstellen, Arme zur Seite. Ihr geht mit beiden Knie auf die linke Seite. So, dass beide Schultern noch auf dem Boden bleiben. Und dann wechsel auf die andere Seite. Noch einmal auf die rechte Seite. Und dann zur Mitte. Ihr nehmt den rechten Fuß aufs linke Knie. Schiebt das rechte Knie weg von der Körpermitte.
Wenn es da schon zieht, dann bleibt ihr da. Wenn nicht, dann holt ihr den linken Oberschenkel ran, fasst in der Kniekehle und zieht das Knie so weit wie möglich zur Brust, wie ihr könnt. Und halten. Dann locker lassen, absetzen, andere Seite, linker Fuß aufs rechte Knie, das linke Knie nach außen, weg vom Kopf, weg von der Körpermitte, rechtes Bein ranholen, halten. Und atmen. Dann locker lassen. Achtung, wir gehen über die Seite nochmal auf die Knie. Ihr macht die Knie so ungefähr so breit wie eure Matte, die Füße zusammen, Po zurück, Oberkörper nach vorne. Wenn ihr könnt, legt ihr den Kopf ab. Und dann langsam aufrichten. Wir bleiben auf der Knie, wenn ihr könnt. Wenn nicht, steht ihr auf. Wir ziehen mit dem rechten Arm über den Kopf auf die linke Seite. Kurz halten. Und dann wechsel. Kurz mal den Rumpf noch mit aufdehnen. Und dann zur Mitte zurück. Und jetzt kommt eure allerliebste Lieblingsübung. Ich weiß es. Einatmen durch die Nase. Ausatmen, öffnen, einatmen, langziehen und ausatmen, locker. So, und jetzt habt ihr es geschafft für heute. Also, es sind keine spektakulären Übungen, das merkt ihr, glaube ich, schon die letzten 2 Wochen. Aber es brennt natürlich wie die Hölle und das ist das, was man in dem Bootcamp wolle. Wir möchten, dass die Muskeln wachsen und danach, wenn es Richtung Sommer geht, dann kümmern wir uns darum, dass die Schicht über den Muskeln so ein bisschen weggeht, dass die Muckis dann auch rauskommen, aber das erst später. Jetzt sind wir noch im Mucki-Aufbaubereich. Also morgen ist wieder Bauchmuskeln. Wir brauchen wieder Slider, Bänder, Gewichte, könnt ihr alles richten und die Matte, ja, und irgendwann wachsen die. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Macht's gut.